Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Und heute ist ein sehr besonderer Tag. Heute ist der letzte Spieltag der Landesliga in Rheinland-Pfalz. Saison 23/24, die geht wahrscheinlich, glaube ich, August, ja, eher September, dann wieder los. Es ist der neunte Spieltag und für uns als Verein, für den BV Mainz, ist es ein extrem interessanter und spannender Spieltag, denn heute kommt extrem viel zusammen. Also erst einmal grundsätzlich Aufstiege, Abstiege und ähnliches. Wir haben ja aktuell 10 Mannschaften in allen Ligen, Landesoberliga, Herren, Damen und in den Landesligen A und B. Und fangen wir erstmal mit den oberen Ligen an. Also in der Landesliga Damen kann unsere erste Mannschaft sich tatsächlich noch den ersten Platz holen. Das wird relativ knapp und schwierig, besonders weil uns zwei Damen weggefallen sind. Denn man muss dazu sagen, der heutige Spieltag ist am Pfingstsonntag, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht. Denn Pfingsten haben sehr, sehr viele Familien und so weiter was vor. Das heißt, uns fehlen noch einige Spieler leider. Wir mussten ein bisschen hin und her wechseln mit den Teams. Dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall, Landesoberliga Damen können wir noch den ersten Platz holen. Die zweite Damenmannschaft kämpft, glaube ich, um den dritten maximal. Die sind irgendwo im unteren Mittelfeld, aber auch sehr zufrieden. In der Landesoberliga Herren ist es richtig spannend. Also der erste Platz, der ist unangefochten für unsere Mannschaft, für die erste Mannschaft. Das heißt, die haben definitiv die Landesoberliga Herren schon gewonnen. Selbst wenn sie heute nicht antreten würden, hätten sie schon gewonnen. Wir sind, glaube ich, mit 110 Punkten Abstand. Und man kann an einem Spieltag maximal 52 Punkte holen. Das bedeutet, keiner kann sie einholen. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, heute werden sie als Ligasieger geehrt, weil das gibt es auch noch am Ende des heutigen Spieltages, und spielen dann in den Bundesliga-Aufstiegsspielen, welche im letzten Juni-Wochenende sind, glaube ich, dann tatsächlich um den Aufstieg in die zweite Bundesliga, was richtig geil ist. Aber dazu werden wir wahrscheinlich ein Video machen, denn ich werde versuchen, vor Ort zu sein. Das ist nämlich auch hier. Heute sind wir ja in der Felix-Bowling in Ludwigshafen und auch die die Bundesliga-Aufstiegsspiele sind tatsächlich zufälligerweise mal hier, was richtig cool ist. Das heißt, wir müssen alle nicht so weit fahren. Außer ich, das sind knapp 150 Kilometer. Deswegen, es ist gerade 8 Uhr morgens und ich bin auch schon seit knapp nach 6 unterwegs. Deswegen gleich auch ein bisschen müde. Also, was aber in der Landesoberliga Herren sehr spannend ist, ist die zweite Mannschaft. Die zweite Mannschaft kann sich den zweiten Platz noch holen. Also es ist wirklich, kommt drauf an, wie sie und wie die Gegner heute spielen. Und es wäre für einen Verein natürlich ziemlich cool. Wir hätten einen sicheren zweiten Platz mit der zweiten Mannschaft. Wir würden mit der ersten Mannschaft aufsteigen. Und das ist schon mal ein richtig gutes Ergebnis. Gerade weil wir auch die besseren Spieler da oben haben. Wenn wir dann zu den Landesligen kommen, da ist leider nicht mehr viel drin für uns. Also in der Mannschaft, in der ich spiele, der vierten, wir sind ja aktuell auf dem vierten Platz. Alles super knapp, schon die ganzen 3, 4 letzten Spieltage. Den ersten können wir aber nicht mehr holen. Wir können den zwar rein rechnerisch holen, dafür müsste aber der erste gar keine Punkte holen, das heißt, es ist definitiv raus. Wir könnten theoretisch noch den zweiten oder den dritten holen, aber auch da machen wir uns nicht so viele Hoffnungen, um ehrlich zu sein. Deswegen, wir haben die Mannschaft ein bisschen geschiftet, weil wir haben ja 3 Mannschaften in der Landesliga B, in der vierten, und die vierte unsere, wo ich mitspiele mit Darren und Stanley, das wäre die, die eventuell da oben mitspielen könnte. Aber weil wir so ein bisschen Ausfälle haben und weil sich auch bei uns, was den Spielern geht, für die kommende Saison ein bisschen was ändern wird, haben wir die Mannschaft ein bisschen umgeschiftet. Ich werde heute mit Chris und mit Gerd zusammenspielen. Das wäre eigentlich die Mannschaft, die wir nächstes Jahr also aufstellen wollten. Das können wir aber leider nicht, weil einer von den Personen nächstes Jahr nicht mehr spielen wird. Darren zum Beispiel aus meiner Mannschaft, der verlässt uns ja leider. Der fliegt zurück nach Amerika mit seiner Familie. Das passiert bei uns im Verein leider relativ oft. Wir haben eine sehr, sehr gute Connection zu den Amerikanern, die hier stationiert sind in dem Mainzer Gebiet. Und viele von denen sind aufgrund ihrer Armeebeteiligung für 3, vielleicht 4 Jahre hier, sind bei uns im Verein, werden eingebunden, spielen gerne mit uns, müssen dann aber zurück, gerade auch die Jugendlichen. Aber das wissen wir. Wir haben ja zum Glück auch ganz normale Mitglieder, sage ich mal, die auch dauerhaft hier sind. Und deswegen ist es, dass wir ein bisschen Fluktuation immer hin und her haben teilweise. Auf jeden Fall, Darren fliegt zurück. Das ist sein letzter Spieltag. Deswegen, er spielt mit Stanley und mit Marcel heute zusammen. Und dann haben wir noch die anderen Mannschaften, die eigentlich fast wie normal aufgestellt sind, aber die können da oben auch nicht mehr viel machen. In der Landesliga A sieht es ähnlich aus. Unsere dritte Mannschaft kann da, glaube ich, den dritten Platz noch holen. Sie haben angefangen, wirklich gut aufzusteigen in den letzten 2 Spieltagen oder Punkte zu holen, aber leider ein bisschen viel zu spät. Da ist Koblenz definitiv auf dem ersten Platz, auch sehr, sehr verdient. Auch in der Landesliga B übrigens. Also beide ersten Plätze werden wahrscheinlich an Koblenz gehen, was sehr cool für Koblenz ist, weil sie dadurch mit beiden Mannschaften in die Landesoberliga aufsteigen. Bin sowieso gespannt, wie es nächste Saison geht. Aber ja, das bringt uns auch zum anderen Punkt, denn nächste Saison wird sich hier ein bisschen was verändern. Dazu werde ich dediziert ein Video machen in den kommenden Wochen, denn leider werde auch ich nächste Saison nicht mehr spielen. Also ich verlasse den Verein nicht. Ich werde passives Mitglied im Verein, aber ich ziehe um.
Das hat sich jetzt leider ergeben und ich werde nach Bayern ziehen. Um genau zu sein, werde ich nach Rosenheim ziehen. Und das heißt, ich bleibe weiterhin Pressewart des BV Mainz. Ich werde als passives Mitglied sozusagen weiterhin im Vorstand sein. Ich werde weiterhin den YouTube-Kanal auch für sie betreiben, gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Das heißt, es wird so eine Mischung aus den Videos, die ich sowieso schon mache. So ein bisschen Erklärungsvideos, die ich ganz einfach von Rosenheim aus machen kann. Und auch die Liga und Starts, die werden dann andere Vereinsmitglieder ein bisschen übernehmen, mir schicken, damit ich sie bearbeiten kann. Aber ich habe dazu ein dediziertes Video. Das heißt, auch für mich ist es mein letzter Landesligaspieltag oder Ligaspieltag grundsätzlich in dem Verein, was mich sehr, sehr traurig macht. Ich finde diesen Verein toll. Ich bin unglaublich gerne ein Teil davon und werde es auch weiterhin sein. Leider nur nicht mehr so aktiv wie aktuell. Das heißt, deswegen haben wir diese Teammannschaft zusammengestellt. Also weil Chris, Gerd und ich wollten eigentlich in der kommenden Saison zusammen spielen und wir passen sehr gut zusammen, wir spielen ungefähr auf dem gleichen Niveau und dachten, dass wir halt eine richtig coole Mannschaft, wo wir auch Spaß haben könnten. Und dann haben wir uns gedacht, gerade weil Gerd ja auch Sportwart ist, komm, für den letzten Spieltag machen wir es einfach einmal, haben gemeinsam Spaß und es ist so ein bisschen Abschied. Ein bisschen Abschied für mich, ein bisschen Abschied für Darren. Dann haben wir auch Caitlin leider, die uns verlässt in der ersten Mannschaft von den Damen. Aber ansonsten bleiben alle weiterhin da. Ja, wie gewohnt, 5 Spiele. Ich sage ja, in der Landesoberliga Herren ist eigentlich so gut wie alles klar, aber der zweite wird ganz cool. Und was heute auch noch ist und was ist richtig cool, wir haben endlich unsere neuen Vereinstrikots. Ihr habt die zwischendurch schon gesehen und auch unser Sponsor Interix, der wird wahrscheinlich noch vorbeikommen, weil wir werden alle endlich mal mit unseren neuen Vereinstrikots spielen. Die sind endlich geliefert worden. Wollten wir eigentlich schon vor ein paar Monaten machen. Das heißt, heute komplett neuer Auftritt vom BV Mainz. Letzter Spieltag, das wird hoffentlich richtig, richtig gut. Und ich fasse spätestens am Ende dann nochmal kurz alles zusammen und vielleicht gibt es auch noch ein paar Eindrücke der Siegerehrung. Dieses Video wird von unserem Vereinssponsor Interix gesponsert. Interix, Ihre IT einfach gemacht. Interix bietet eurem Unternehmen das Komplettpaket für die IT. Egal ob moderne Geräte für eine optimale Ausstattung eurer Arbeitsplätze oder Softwarelösungen für das mobile Arbeiten. Interix rüstet euch und eure Mitarbeiter aus. Und eine proaktive Überwachung der IT-Systeme sorgt dafür, dass möglichst erst gar keine Probleme entstehen. Mit diesem Rundum-Ansatz von Software bis Netzwerkinfrastruktur und einem schnellen Service hat euer Unternehmen weniger Stress mit der IT und mehr Zeit für das Kerngeschäft. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Vereinssponsor, dass er uns über das gesamte Jahr unterstützt. Und damit ist die Landes-Globaliga, die Landesliga für die Saison 23/24 vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst rede und ihr seht dann die Siegerehrung oder ob ihr zuerst die Siegerehrung seht und ich danach rede. Die Siegerehrung war jedenfalls gerade, bevor ich das hier aufnehme, weil ich auch so ein bisschen hören wollte, was passiert ist. Also Koblenz, wie erwartet, mit beiden Mannschaften aufgestiegen in die Landes-Superliga, total verdient. Und
Landesoberliga haben wir tatsächlich mit der ersten Mannschaft den ersten geholt. Das heißt, wir fahren zu den Bundesliga-Aufstiegsspielen und mit der zweiten Mannschaft sind wir auf dem zweiten Platz gelandet, was super genial ist. Das Team, wo ich heute drin war, das ist die BV Mainz 6 Mannschaft und wir haben das mit Absicht so gemacht. Gerd, Chris und ich wollten Spaß zusammen haben und wollten nicht, dass dieses Gefühl hochkommt, wir wollen unbedingt oben mitspielen und plötzlich die Teams hin und her würfeln, damit wir besser spielen. Aus dem Grund haben wir mit der BV Mainz 6 Mannschaft tatsächlich den Tagessieg geholt mit 42 Punkten. Richtig geil, ich habe nochmal einen 206 Schnitt, glaube ich, gespielt. Gerd nochmal einen 211er, Chris auch richtig gut mit 185. Und hätten wir als BV Mainz 4 Mannschaft gespielt, was wir hätten tun können, wäre es sogar für den ersten noch knapp geworden, aber das wollten wir nicht. Denn man hätte das über die gesamte Saison so machen können. Und es tut mir so leid, dass wir diese Mannschaft nicht aufstellen können nächstes Jahr. Das wird ziemlich geil. Auf jeden Fall, das soll die Zusammenfassung gewesen sein. Wie erwähnt, es gibt noch ein paar Informationen zu dem Kanal und auch zu allem drum und dran. Es wird sich nicht viel ändern. Das hoffe ich jedenfalls. Wir hatten unglaublich viel Spaß diese Saison. Die neuen Shirts sehen genial aus. Unsere Interrex, also unsere Sponsoren, waren auch hier vor Ort. Leider war ich am Spielen, war eigentlich nicht so gedacht. Konnte ich nicht wirklich viel machen, aber dazu werden wir auf der Webseite und hier auf dem Kanal nochmal ein bisschen was erzählen. Und ja, ich freue mich auf die kommende Saison für den Verein. Ich bin gespannt, was für mich ist nächste Saison. Und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Donnerstag. Aber doch nicht bis zum kommenden Sonntag, denn ich möchte natürlich noch die Ergebnisse zusammenfassen. Und natürlich habe ich die Siegerehrung aufgenommen. In dieser wurden aber natürlich nur die Erstplatzierten benannt. Und gerade weil viele vom Verein einiges erreicht haben, finde ich, macht es durchaus Sinn, jetzt am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung vom Spieltag und dann dementsprechend von den Gesamtergebnissen zu nennen. Leider fehlen mir aber aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video fertig mache, noch die Landesoberliga-Ergebnisse, also die detaillierten Ergebnisse, aber ich weiß die Platzierung. Aus dem Grund können wir trotzdem anfangen und wir fangen direkt an mit der Landesoberliga Damen. Wie erwähnt, 9. Spieltag und es war ein extrem erfolgreicher Tag für sie. Unsere erste Damenmannschaft ist mit Sammy, Caitlin und Molly angetreten, haben einen Mannschaftsschnitt von 201,40 gespielt und insgesamt 48 Punkte sicher spielen können. Man muss dazu sagen, die 48 Punkte sind ohne die Zusatzpunkte, denn es gibt für die erspielten Pins nochmal Zusatzpunkte, das heißt, die beste Mannschaft kriegt 6 Punkte. Die schlechteste Mannschaft kriegt dementsprechend nur einen Punkt. Das heißt, sie werden wahrscheinlich eher so bei 52 Punkten am Ende gelegen haben. Aber es hat definitiv gelangt, denn sie sind auf den ersten Platz aufgestiegen, was super knapp war, denn vorher waren ja die BC Eifel Damen da in dem Platz, BC Eifel Damen 1, denn die haben ja 2 Damenmannschaften aktuell in der Liga. Und ja, mit diesem Sieg, mit dem Ligasieg, haben sie sich auch für die Bundesliga-Aufstiegsspiele qualifiziert, wo sie tatsächlich auch antreten möchten. Wahrscheinlich steigen wir nicht in die Bundesliga auf mit den Damen. Aber sie haben es sich verdient, also machen sie es dementsprechend auch. Hier besonders hervorzuheben ist wieder Sammy gewesen, denn sie hat einen unglaublichen Schnitt von 230,80 auf dem gesamten Spieltag erreicht und das ist schon mal eine Bombe, aber ich kann euch sagen, das ist nicht die größte Bombe des Tages gewesen. Natürlich waren unsere Mainzer Damen 2 mit am Start und dort sind Maya, Judith und auch die kleine Lucine angetreten, weil sie hatten auch leider Personalprobleme durch den Pfingstfeiertag. Und haben als Mannschaft einen Schnitt von 140,80 gespielt und sich insgesamt gute 16 Punkte geholt. Somit sind sie einfach auf dem 4. Platz geblieben, wo sie auch vorher schon waren und da konnte sich sowieso nicht mehr allzu viel tun. Bei der Landesoberliga Herren war natürlich vor dem Spieltag einiges schon klar. Unsere BV Mainz 1 Mannschaft, die hat natürlich den Ligasieg schon in der Tasche gehabt. An diesem Spieltag sind Alex, Cullen, Julian und Milo angetreten, haben sich 34 Punkte erspielen können mit einem Mannschaftsschnitt von 207,67 und wie erwähnt, erster Platz. Bundesliga-Aufstiegsspiele stehen im Juni an und dort ist tatsächlich das Ziel für diese Mannschaft, den Aufstieg zu schaffen in die zweite Bundesliga. Dazu werden wir ein dediziertes Video machen, denn die ganze Bundesliga-Sache läuft ein bisschen anders an als die normale Landesliga, auch als die Landesoberliga, aber wie erwähnt, wenn es soweit ist, denn ich werde wahrscheinlich auch vor Ort sein, sogar wenn es sein muss als Ersatzspieler, denn es gibt einige Regeln, die uns da bei der aktuellen Mannschaftsaufstellung leider nicht ganz gelegen kommen. Aber natürlich hat auch die BV Mainz 2 Mannschaft gespielt und die haben so richtig einen rausgebrettert. Insgesamt haben sie sich mit einem Mannschaftsschnitt von 212,27 42 Punkte holen können. Und das ist richtig wichtig, sie sind auf dem zweiten Platz der Liga damit auch geblieben.
Warum ist das wichtig? Der BC 99 Ingelheim ist aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Und das bedeutet, dass diese Mannschaft dann in der Landesoberliga nächstes Jahr spielen wird. Je nachdem, ob wir die Bundesliga-Aufstiegsspiele schaffen oder nicht, steht noch nicht fest, wie viele Mannschaften in der Landesoberliga sind. Und das bedeutet, dass mehr Mannschaften vielleicht in die Landesliga absteigen müssen, als es normalerweise der Fall wäre. Aktuell wäre es der Fall, dass nur die vierte und die fünfte Platzierung absteigen, in den jeweiligen Landesliga A und B. Aber das wird sich erst nach den Bundesliga-Aufstiegsspielen klären können, denn wenn wir nicht aufsteigen, stellen wir natürlich eine Mannschaft mehr und hätten zwei Plätze dort oben und deswegen relativ kompliziert, auch dazu mehr Informationen, wenn es soweit ist. Was hier nicht zu vernachlässigen ist, ist zum wiederholten Mal Ben Runge. Also Ben hat wir in der zweiten Mannschaft, spielt er jetzt ja seit ein paar Spieltagen schon bei uns, ist neu zum Verein reingekommen, hat im letzten Spieltag, glaube ich, einen 225er Schnitt gespielt und hat sich gedacht, hey, zum Ende der Saison haue ich mal einen 251,20 Schnitt auf 5 Spielen. Es ist nicht so, dass er einmal 250 gespielt hat und dann ausgewechselt wurde. Er hat über 5 Spiele konstanten Schnitt von über 250 gespielt und das ist schon eine Hausnummern. Das ist auch richtig krass, weil Mark hat sogar einen Schnitt von 211,20 gespielt auf 5 Spielen und allein die beiden haben eigentlich schon die ganze Mannschaft getragen. Richtig geiles Ergebnis und somit BV Mainz 1 auf Platz 1, BV Mainz 2 auf Platz 2. Kommen wir dann zu der Landesliga A und hier stehen mir alle Ergebnisse zur Verfügung. Das heißt nicht nur die von unseren Mannschaften, sondern auch von den anderen Mannschaften. Und fangen wir mit der BV Mainz 3 Mannschaft an. Die sind diese Woche wieder mit James Cadwell oder auch Smooth genannt, mit Tim und Levi angetreten, haben sich 29 Punkte erspielen können bei einem Mannschaftsschnitt von 179 glatt. Sie sind somit auf dem dritten Platz verblieben, haben mit der Tabelle mit 292 Punkten dann auch beenden können. Richtig guter, stabiler Platz. Wenn sie ein bisschen früher angefangen hätten, sie aufzudrehen, wäre da auch mehr drin gewesen, aber wir sind trotzdem sehr glücklich über diese Platzierung. Dann gab es die BV Mainz 5 Mannschaft und das war an diesem Tag tatsächlich eine recht gemixte Mannschaft, denn auch wieder hier Pfingstfeiertage, viele von den Kiddies sind leider ausgefallen. Aber wir hatten Tom mit dabei, unseren jugendlichen Stammspieler, der wirklich fast jeden Tag gespielt hat, jeden Spieltag. Dann kam Till noch dazu, unser neuen Junior und zusätzlich haben auch noch Patrick und David ausgeholfen, die normalerweise in der Landesliga B in der BV Mainz 6 Mannschaft spielen. Gemeinsam haben sie einen sehr, sehr guten Schnitt von 166,27 gespielt und haben sich insgesamt 17 Punkte erspielt. Gerade David hat dann nochmal gezeigt, dass er eine richtig gute Entwicklung gemacht hat. Er hat da auf seinen zwei Spielen, die er gespielt hat, 176,50 und hat Tom den Vorrang gelassen, denn Tom hat auch einen relativ guten 170er Schnitt gespielt und hat auch gezeigt, bei ihm geht es langsam richtig, richtig aufwärts. Mit diesen 17 Punkten haben die Jungs auch den fünften Platz sicher gehalten und sind noch vor unseren BV Mainz 7 Herren damit gelandet. Diese sind wiederum mit Thomas H., also Toms Vater, mit unserem zweiten neuen Junior, mit Flo und auch mit Thomas D. angetreten, also Alex Vater. Sie haben leider nur einen Schnitt von 154 spielen können, auch nur 6 Punkte geholt, aber gerade für Till ist es relativ gut für die Erfahrung gewesen und beide Thomas hatten auf jeden Fall Spaß, das haben sie mir auch wieder versichert. Den Landesliga A-Sieg hat sich der BSV Koblenz 3 geholt, der an diesem Tag auf den Tagessieg sich gespielt hat mit 48 Punkten und sie haben somit insgesamt 403 Punkte gehabt mit einem richtig guten Abstand zum Zweitplatzierten, was Kaiserslautern BC Mainz 1 gewesen ist mit 339 Punkten. Und zu guter Letzt die Landesliga B, dort wo ich ja auch spiele und hier hatte ich ja schon erwähnt, sehr, sehr viel hin und her gewechselt. Also erstmal BV Mainz 4, die Mannschaft, wo ich normalerweise gespielt habe, diesmal nicht. Die sind diesmal mit Darren, mit Stanley und mit Marcel angetreten. Marcel normalerweise in der BV Mainz 6 Mannschaft. Der Grund, ich habe es ja erwähnt, Darren und Stanley sollten gemeinsam spielen, weil es auch Darrens letzter Spieltag war. Und die beiden haben auch bei der B-Jugend gezeigt, dass sie es eigentlich richtig drauf haben. Also haben wir uns gedacht, hey, sollen die doch mal schauen, ob sie aus eigener Kraft die BV Mainz 4 außerhalb oder höher als den vierten Platz bringen können. Und Marcel sollte sie dabei unterstützen. Ist leider nicht ganz gelungen, aber die Mannschaft hat trotzdem extrem gut gespielt. 183,73 Schnitt für die gesamte Mannschaft, 32 Punkte haben sich geholt und somit haben sie die zweithöchste Punktzahl beim Tag geholt. Also war eigentlich richtig gut. Reichte aber nicht für eine Verbesserung der Gesamtplatzierung und so verbleibt der BV Mainz 4 am Ende ganz knapp auf dem vierten Platz mit 302 Punkten. Darren hat aber wirklich gezeigt, er ist einfach gut drauf und kann spielen, wenn es sein muss. 5 Spiele hat er gespielt und einen Schnitt von 207,20 mit einem Höchstspiel von 256 Pins. Extrem gute Ergebnisse und einen richtig guten Abschied von ihm von der Liga und leider auch erst einmal von dem Verein.
Dann ist die BVM in 6 Mannschaften angetreten und, das habe ich auch erwähnt, das ist die komplett neu zusammengestellte Mannschaft für den letzten Spieltag. Da haben Chris, der sonst auch in der 6er Mannschaft mit dabei ist, da haben Gerd und meine Wenigkeit gemeinsam gespielt. Und ich kann euch sagen, wir hatten verdammt viel Spaß zusammen und darum ging es an dem Tag auch. Nichtsdestotrotz haben wir dabei auch noch ziemlich gut gespielt. Wir haben als Mannschaft einen Schnitt von 199,47 gespielt und haben uns 52 Punkte geholt und somit den Gesamttagessieg. Gerd hat einen großartigen Schnitt von 211,20 gespielt, ich selbst habe einen Schnitt von 205,20 gespielt und Chris hat einen Schnitt von 182 gespielt. Man muss dazu aber auch sagen, Chris hatte eine Verletzung an der Hand und dafür war es noch richtig gut. Im Allgemeinen haben wir sehr homogen gespielt und gut Punkte geholt. Zu guter Letzt die BV-Mix-Mannschaft, da sind Nicole, Daniel, Sascha und Christiane gemeinsam angetreten, haben einen Schnitt von 168,67 erreicht, was richtig gut für die Jungs ist, oder für das Team besser gesagt, und konnten sich 13 Punkte an diesem Start sichern. In der Landesliga B war, wie schon zu erwarten, dann der BSV Koblenz 2, der allgemeine Sieger. Die haben insgesamt 330 Punkte und sich den Platz 1 sichern können, obwohl sie an dem Spieltag nur 21 Punkte geholt haben. Der zweite Platz geht an BC 99 Ingelheim mit 312 Punkten. Der dritte Platz ging dann dementsprechend an Kaiserslautern Mainz 2 mit 310 Punkten und der BV Mainz 4 ist am Ende mit 302 Punkten dann auf dem vierten Platz auch geblieben. Hätten wir als BV Mainz 6, eher als BV Mainz 4 tatsächlich angetreten, wären wir vorgesprungen auf den zweiten Platz, aber wie auch in dem Video erwähnt, das war nicht Sinn der Sache. Wir wollten Spaß haben, das haben wir gehabt und die Ergebnisse haben das dementsprechend auch dargestellt. Und damit sind das alle Ergebnisse. Die Ligasaison ist vorbei, wie schon in dem vorherigen Teil des Videos auch dargestellt. Ich werde jetzt auch nicht viel zu sagen, denn die Bundesliga-Aufstiegsspiele kommen noch. Dort werden wir definitiv berichten und dann nochmal so ein bisschen zusammenfassen, auch wie es vielleicht in der nächsten Saison für den BV Mainz mit der Liga weitergeht. Wir werden definitiv so um die 8 Mannschaften mindestens melden, egal ob wir den Aufstieg schaffen oder nicht. Das heißt, eine sehr, sehr spannende Ligasaison steht dann noch vor uns, 24-25. Und man muss auch dazu sagen, mit allem, was wir erreicht haben in Ländermeisterschaften, deutschen Meisterschaften und auch in der Liga, ist das mit der erfolgreichste oder die erfolgreichste Saison für den BV Mainz bis jetzt gewesen. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf und auch sehr froh, all unsere Mitglieder zu haben, die so viel Spaß haben und auch immer wieder mitmachen und sich stetig verbessern wollen. In dieser Hinsicht war wahrscheinlich ein bisschen länger als sonst, aber es ist auch der letzte Spieltag gewesen, viele Informationen und wie auch erwähnt, es wird ein Video zu uns als Verein geben, es wird auch ein Video dazu geben, wie es hier auf YouTube weitergeht und es wird auch ein paar Videos zu noch ein paar Meisterschaften und auch gerade zu den Bundesliga-Aufstiegsspielen geben, worauf ich mich persönlich sehr freue, denn ich habe absolut keinen Plan davon, habe es bis jetzt noch nie mitgemacht und das ist gar nicht mehr so lange hin, denn nur in 4 Wochen geht es schon wieder weiter.